Nein, ich bin nicht nach Stuttgart gekommen, um irgendwas zu kollektivieren. Und das ist auch gar nicht unbedingt mein Thema. Ich habe dieses ganze Interview in der Zeit vor allem deshalb gegeben, weil ich finde, dass Profite in Deutschland falsch verteilt sind, weil ich nicht verstehe, deswegen auch das Beispiel BMW, warum Leute wie Frau Klatten oder Herr Quandt, denen die Hälfte von BMW gehört, 1,1 Milliarden Dividende im letzten Jahr bekommen, warum die also in einer halben Stunde, in jeder halben Stunde so viel verdienen wie ein normaler Polizeibeamter in einem ganzen Jahr. Das hat für mich mit Leistungsgerechtigkeit nichts zu tun und ich finde es völlig legitim, das zu hinterfragen. Dafür muss kein Unternehmen aufgelöst oder verstaatlicht werden oder sowas, darum geht es mir nicht, sondern es geht einfach um Gerechtigkeitsfragen. Dieselfahrverbote ist ein schwieriges Thema, weil einerseits geht es hier natürlich darum, Leute, die gerade auch an den großen Verkehrsachsen wohnen, zu schützen, die dort bezahlbaren Wohnraum finden und besonders von der Belastung betroffen sind. Und gleichzeitig ist unsere Position aber in der SPD ganz klar. Wir finden nicht, dass die Lasten des Klimaschutzes getragen werden sollen von Leuten, die nur ganz wenig Möglichkeiten dazu haben. Wer wenig verdient, wer in gutem Willen einen Diesel gekauft hat, wer wenig verdient und nicht zu den Bio-Lebensmitteln greifen kann, Wer im ländlichen Raum wohnt und nicht die Wahl hat, mit Bus und Bahn zu fahren, weil die da super selten fahren, dem nützt es nicht, dass einem zugerufen wird, steig doch mal um, verhalte dich klimafreundlich. Das heißt, eine Gesellschaft, die will, dass Menschen sich klimafreundlich verhalten, muss Strukturen schaffen, in denen das geht. Das heißt technische Nachrüstung beim Diesel, das heißt Bus- und Bahnausbau im ländlichen Raum, das heißt höhere Löhne, damit Leute bewusste Kaufentscheidungen treffen können. Bei den Dieselfahrverboten haben wir ja letztes Jahr diskutiert, dass man mit technischen Nachrüstungen, die kosten etwa 2.500 Euro pro Fahrzeug, verhindern könnte, dass Leute davon betroffen sind. Und wir wollten und wollen immer noch, dass die Unternehmen, die dort betrogen haben, dass die diese Kosten tragen. Und was diese Unternehmen gemacht haben, ist uns zu sagen, wenn wir so viel Geld investieren müssen, dann müssen am Ende Beschäftigte rausgeworfen werden. Und das finde ich verlogen, gerade wenn man sich vor Augen führt, was Automobilkonzerne für Gewinne einfahren, dann ist es eben nicht zu viel verlangt, dass sie dieses Geld für die Nachrüstung ausgeben. Und solange sie das nicht tun, wälzen sie die Verantwortung auf den einzelnen Verbraucher und Autofahrer ab, der die Lasten zu tragen hat. Insofern, Dieselfahrverbote können mit technischen Nachrüstungen in vielen Fällen auf jeden Fall verhindert werden. Die Diskussion in dem Interview ist eine utopische Diskussion im besten Sinne des Wortes. Es ging darum, eine Vision davon zu zeichnen, wie eine Gesellschaft anders, gerechter funktionieren kann. Jetzt ist mir klar, dass die Leute, die bei Automobilherstellern arbeiten, vielleicht nicht die ersten sind, die die gesellschaftlichen Verhältnisse super ungerecht finden. Die verdienen nämlich verhältnismäßig sogar ziemlich gut. Aber mir geht es am Ende vor allem um Demokratisierung. Deswegen fällt dieses Wort auch ganz häufig in dem Interview. Mir geht es darum, dass wir eigentlich in unserer Demokratie ein Prinzip haben und das lautet, ein Mensch, eine Stimme. So gilt das bei jeder Wahl, egal ob der Mensch Angela Merkel oder Bernd Schulze am Ende heißt. Aber in Unternehmen gilt das eben häufig nicht. Da arbeiten 40.000 Menschen in einem Automobilkonzern. Jeder trägt seinen gleichen Anteil zum Unternehmen bei, aber wenige entscheiden darüber, wie die Geschicke des Unternehmens gelenkt werden, was am Ende mit den Gewinnen passiert und so weiter. Und mir geht es um die Frage, ob nicht auch die ganz normalen Bandarbeiter, die die weit überwiegende Mehrheit der Beschäftigten stellen, mehr Einfluss auf die Unternehmensstruktur, auf das, was produziert wird und wie Gewinne verteilt oder auch investiert werden, haben sollten. Und das sind Fragen, die vollkommen auch vom Grundgesetz und von unserer Wirtschaftsordnung gedeckt sind. Und ich würde mir wünschen, dass auch Leute, denen es relativ gut geht, das nicht als eine absurde, sondern als eine berechtigte Frage verstehen.